So. So. Also ganz kurz, ich mache, das ist gerade hier unten. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeug, ne, Sascha? Stellen wir das Haus mal hier. So hin. So. So. So, Schutz brauchen wir noch.
So. Eine kleine Siedlung ganz kurz aufgebaut. Ich will dann nochmal hier hingehen. Ich will dann noch was machen. Das mache ich offscreen alles hier. Weil onscreen mache ich sowas. Baue ich nur ganz kurz. General? Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. So. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Wir müssen den Leuten zeigen, dass die Minutemen ihnen wirklich helfen können. Hallo. Da kam eine seltsame Nachricht von einem Roboter. Er sagt, er kommt aus einem Ort namens Grey Garden. Ich weiß nicht genau, was er wollte, aber tja, schauen wir mal nach. Man kann nie wissen. Und du, Herr gnädige, dummes Arsch, sitzt den ganzen Tag mit deinem gnädigen, hässlichen Pennerarsch hier fest und machst gar nichts. Wer muss die Drecksarbeit machen? Ja, logisch, der General. Preston, du bist so ein Shit-Piggle-Face. Ach, die haben schon Tomatoes. Komm mal her, hier, ich brauch die. Nee, die brauche ich nie. Mama Murphy. Wo sind die anderen Lacken? Hi. Was willst du hier? Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Dann lass mal sehen, was du so hast. Oh, ich habe von allem etwas. Carla! Oh, ich hab die so früh schon.
So. So ungefähr, ja, aber. Gerade ein bisschen schlecht. Wie kann ich denn hier erst eine Handelsroute machen? Ach, ich hab schon eins. Warte mal, wo sind denn da meine Bewohner? Ladies and Gentlemen, bitte zu meiner Glocke kommen. Dankeschön. Ladies and Gentlemen, bitte alle herkommen. Auch du, Dogmeat. Ladies and Gentlemen, bitte zu meiner sexy Glocke. Ladies and Gentlemen, Dankeschön. Was sie bräuchte ich. Guck jetzt mal nach Drive-In. Dankeschön. Ja, du hast schon, du hast eine Mission schon gekriegt. So, die erste Handelsroute, da könnte man gleich hier von hier aus die Handelsroute nach Red Rocket machen. Ne, von hier darunter. Und nach Red Rocket, also dass es so ein Netz ist. Okay, dann können wir hier hinreißen, dann darunter gehen. Was ist los? So, wir müssten da lang. Soll ich mal was gucken? Okay, davon haben wir genug Muni. Shotgun hat 21 Schuss. Und davon 0. Okay. Stimmt, ich würde mal später testen. Ich muss mal eine Stadt runter von Red Rocket.
Morsch. Dankeschön. Stromat. Ja, danke schön. Hab bekommen. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste Danke, Liebling. Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Das freut mich, das Liebling. Ist ziemlich genial. Ich wette, ihr könnt rund um die Uhr arbeiten. Natürlich, Liebling. Unsere einzigartige Hierarchie ermöglicht uns einen dauerhaften Betrieb. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind das freut mich, Liebling. Komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Der Mann war offensichtlich brillant, wenn er so etwas erschaffen hat. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können, Liebling. Robotertechnik und künstliche Intelligenz. Ich fühle mich ein bisschen angemacht von einem Roboter. Unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Tja, einzigartig trifft es wohl. Ist nur schwer zu übersehen. Ich nehme das mal als Kompliment, Liebling. Schließlich will eine Frau ja alles andere als gewöhnlich sein. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Ist doch in Ordnung. Mann, glaub mir, es ist schrecklich. Einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könntest du uns vielleicht helfen? Ja klar, Liebling. In Ordnung. Wunderbar, einfach wunderbar. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Weston-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Nein! Ich würde ja nichts was einfallen lassen. Mal Platz. Aber der Drohne weg da. Okay.